Hohoho und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Minecraft Schnee. Heute mit gleich zwei Mordversuchen gegen mich und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So Leute, darf ich mal kurz das Thema ansprechen, dass es gerade gewittert und man trotzdem Nordlichter sieht? Oder zumindest ich mit meinem Shader. Nee, ich nicht. Ich seh die auch. Oh, die sehen gar nicht gut aus. Das sieht sehr gruselig aus. Ich nicht. Bei mir sind die immer ganz normal wieder. Ja, bei Mino und mir halt nicht, Shader. Weil wir den Zeus Renewed Shader haben. Der verträgt sich nicht so mit den Dingern. Der verträgt sich mit gar nichts. Wir haben da so ein ganz halluzigenes Muster. Doch. Ich will jetzt trotzdem den Cobblestone-Generator bauen. Wenn du Stiffened Mesh packst, dann kriegst du Lapis Lazuli. Das meinte ich doch vorhin. Du kannst nicht mit den besseren 7 schlechteres Zeug bekommen. Das heißt, du mit deinen Diamant 7 wirst nie Lapis Lazuli bekommen, weil dafür brauchst du einen Flint Mesh. Das kann man ja noch ändern. Weil das finde ich so doof. Du musst dann, und zum Beispiel bei Erde kannst du nur durch ein normales Mesh 7. Das kriegst du sonst gar, das kannst du sonst gar nicht 7, die Erde. Die Erde geht nur zum Beispiel durch ein normales 7. Dann müsste es so auf jeden Fall funktionieren. Dann generiert der hier oder da oben den Block. So, ich. Fire-Tick ist ja eh aus, aber ich glaube, das kann eh nicht angezündet werden. Jetzt Mann! Noch Sand, er ist zu früh gegangen. Aber das ist nicht idiotensicher. Nö, ist es auch nicht. Ich hätte so effektiv den oder den da drunter abgebaut, aber nicht den. Ich hab den doch überhaupt nicht. Ich hab keine Lücke. Dann mache ich einen Pfeil. Warte. Schwein. Oder so. Ah, oh, ich bin doch auch. So, Lisa, du bist auch nicht mehr auf dem Server. Nee, ich hab grad hier meine Talk-To-Do's, dass ich das nicht schon wieder vergesse, weil ich muss heute die wöchentlichen Dinger erschaffen. Dala hat hier seinen Cobblestone. Ich wollte eigentlich eine schöne Cobblestone-Fläche hingefahren. Ich wollte eigentlich eine schöne Fläche hinbauen. Oh Matti, das sieht ja wunderhübsch aus. Oh mein Gott, das ist ja... Es ist der schönste Betonguss, den ich jemals gesehen habe. Du sollst einen steilen Holz verwenden. Das ist so ein Exedo, ich infiziere den jetzt mal. Guck, jetzt ist er infiziert, jetzt steht das. So kenne ich das ja auch. So kenne ich das ja. Sehr lange. Komm, renn mehr, mach's schneller. Hab keinen. Schau mal, weil ich den hier hab. Okay, man sollte eventuell von außen nach innen bauen, ist mir gerade aufgefallen, weil sonst lösen die sich selber auf. Nein, tut mir leid. So, was ich jetzt erstmal mache, ist ein Stringmisch zu bekommen. So. Ich hab noch ein einziges. Vielleicht ist auch mal im Keller das schon gut, da musst du mal gucken gehen. Na okay. Das ist mal so nicht gut. Oh fuck! Also wenn überhaupt. Hat jemand Dias angeboten? Ja, also, Mine, hinter dir. Ich will mir wieder so einer von denen. Wenn ich die Höhle rausfinde, kann ich sie dir geben. Okay, wo finde ich dich denn? Ich war der im Norden. Ja, gut. Komm schon, das ist der letzte Sandblock. Verdammt! Wo ist Komm meine nie was Erde? Gutes raus. So, und die Reise beginnt. Warum hast du dich umgebracht? Wow. Ich hab mich nicht umgebracht. Wie weit fliegen denn bitte die Dinge auseinander? Mann, Mine! Das sah aus wie ein Feuerwerk. Ah. Toll! Oh, wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Gar nicht, wir bauen uns einfach unten ab. Komm, ja, toll. Ich hab's sogar mit dem Baum gemacht. Ja, das war jetzt noch unnötiger, weil wir hätten es jetzt von unten mit den Hämmern abbauen können. Stimmt. Und du wolltest nach oben, also wollte Nein, wollte ich nicht. Ich hole jetzt eine Leine. Mensch, von ich will alleine bauen. Oh. Nein, das ist gut. Dana, was machst du eigentlich gerade? Dein Haus ist nur eine Grundfläche. Ich weiß. Ja, aber mehr als deine Schön wär's, wenn es eine Grundfläche wäre. Ist es doch! Du warst doch wieder da!
Warte, ich kann es von hier oben. Ah, doch, ja, passt. Guck an. Das ist ja absoluter Wahnsinn, was der Fox. So, werte Zuschauer, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Ich wollte einfach eine romantische Bootstour mit der Dr. Fox machen. Auf einmal fährt er hier diesen Kamikaze-Fluss runter. Mit doppelter Schallgeschwindigkeit rasen wir hier über die Kante wie in Fluch der Karibik und fallen hier mit dem Boot runter. Und ich konnte dann noch abspringen und hier ins Wasser reinspringen und wieder hochschwimmen. Levitating Blocks. Also ich kann das irgendwie komischerweise auch zum Fliegen bringen, aber nicht, das schwebt dann langsam nach oben. Nein. Nein. Ich hab gerade mein Stück. Okay, komm, ist schön. Ja, Dr. Fox, Sie haben eine saftige Klage am Hals. Das war ein interessanter Mordversuch. Ich würde auch sagen, das war, er wollte, glaube ich, den Thron Bayerns stürzen. Ja, nicht den Thron Bayern stürzen, den Thron Bayern erobern. Klauen. Jetzt muss ich zurücklaufen, ey, Mann. Da will man einmal eine romantische Kreuzfahrt machen. Ich klau mir einen Baum. Bei den Energiepreisen ist es wahrscheinlich günstiger, einfach irgendeinen Baum zu klauen und die Strafe zu zahlen, falls man erwischt wird, anstatt selber das Holz zu kaufen. Ich glaube, nur so eine Theorie. Nee. Also in Brandenburg hier gibt es schon viele Holzdiebe mittlerweile. Also echt? Mehr als sonst. Ja. Krass. Bei uns ist momentan wieder im Trend, Geldautomaten zu sprengen. Oh, das klingt ja. Ja, ihr habt ja auch kein Holz. Ich war noch niemals auf dem höchsten Berg und niemals bin ich von der Map gefallen. Doch einmal war es doch ziemlich knapp. Also ich könnte ja mein Schiff noch retten, das ist ja da. Oh. Ja, ich weiß ja nicht, Fox, ob du das noch retten. Ich glaube nicht mehr, weil es ist schon unter dem Bedrock. Ja. Also das wird zwar noch angezeigt, aber das wird nur angezeigt, weil der Chunk halt nicht mehr geladen wird da unten. Ja. Ich war ja schon fast unten, also. Er war fast ganz unten, die Bohne. Jetzt im Gespräch. Das war ein sehr. Wie war es fast ganz unten? Ich darf noch mal. Wenn in Minecraft die rote Sonne im Schnee versinkt. Ich weiß nicht, wie das weitergeht. Ich weiß nicht mehr, ob die Melodie gestimmt hat. Und damit war es das dann auch für die zweite Folge von Minecraft Schnee. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar schreiben. Ansonsten hat der gute Dala Hunter auch bereits den ersten Minecraft Schnee Livestream bei sich bei Twitch gemacht. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da ist der Link auch in der Beschreibung, genauso wie zur Playlist. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß und wir sehen uns morgen wieder bei Minecraft Schnee. Ciao, servus.